meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Inferno. Und sie haben direkt, das ist noch ein Warm-Up, alles klar. Wollte gerade sagen, wir haben direkt den Timeout. Aber nein! Also müssen wir Warm-Up anschauen. Ach komm schon! Oh, wer macht, wer denkt sich denn sowas aus? Warum wurde der im Warm-Up reported? Na gut, ich meine, es wird ja, glaube ich, ab dem Moment, wo stark reported wird, werden dann x Runden davor und x Runden danach genommen, ne? Glaube ich. Und von daher kann das Warm-Up halt noch mit drauf sein. Aber es gibt auch Leute, die im Warm-Up reinhasseln. Oh, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon, was los ist. Okay. Also er ist AFK. Er war die ersten zwei Runden nur am Spawn gestanden. Auf Komm. Das ist doch wohl lächerlich, oder? Was macht er denn? Drei Runden am Spawn stehen. Ja, okay. Auf jeden Fall Grief. Also drei Runden, das ist echt heavy. Eine vierte auch noch. Ich habe mich so auf Overwatch gefreut. Ich meine, immerhin kein Hacker, ja? Aber, naja, sowas macht das Spiel genauso kaputt. Obwohl, sie die Cities gewinnen. Was ist denn hier los? Ach, jetzt läuft er los, der Fockel. Verschissener. Warte, ich will langsam machen. Stopp. Halt, stopp. So. Also, ich denke, da kam sehr viel. Da kamen seine Reports rein über die Mates. Okay. Schauen wir mal weiter, was noch so abgeht. Aber das verspricht, glaube ich, ein schnelles Overwatch zu werden, weil die ersten vier Runden des Overwatches einfach, oder dreieinhalb, einfach durchgespult werden konnten. Er steht wieder AFK rum. Guck mal, die Tees. Die Tees stehen ganz rum. Ich habe letztens was gesehen. Warte, was war denn das? Ich habe mich letztens über so Boosting-Services informiert, weil mich jemand diesbezüglich, oder mir hat jemand diesbezüglich eine Frage gestellt, ob ich da was promoten kann in die Richtung. Aber nicht so ein herkömmlicher Boosting, muss ich mir noch angucken. Also halte ich für keine gute Idee. Ne? Ich meine, sowas ist ja generell eigentlich behindert. Ne? Man nutzt keine Boosting-Services. Und da habe ich mich direkt in die Richtung informiert. Und es gibt verschiedene Boosting-Services, die mit verschiedenen Dingen werben. Und diese eine im Speziellen hat eben auch mit diesen Boosting-Matches geworben. Ne? Leute sind AFK, andere spielen, abgekatertes Spiel und so werden dann die Accounts auf die entsprechenden Ränge geboostet. Wobei nicht zwingend immer Global angepeilt ist, sondern bei vielen eben auch ein Down-Boost oder ein Boost nur an einer bestimmten Stelle dazwischen. Ja, und naja, ich weiß nicht, also hier weiß ich jetzt nicht, ob das eins ist. Es wirkt. Die Tees laufen halt sehr bedacht am Spawn bei sich rum. Also drei, einer bleibt. Ich hätte jetzt noch ganz kurz gerne nach der Ding geguckt, nach den Stats. Also, Grief würde ich sagen, auf jeden Fall. Durch die Rumsteherei. Das weitere Vorgehen ist jetzt schwierig. Hier könnte man nur raten und raten soll man nicht. Es gibt diese typischen Boosting-Spiele, in denen es ein Team am Spawn, drehen sich meistens, stehen rum und das ganze andere Team oder ein paar davon rennen rein und kämpfen. Da jetzt hier aber halb-halb war, weiß ich nicht, was, also da bin ich mir zu unsicher, um das hier drücken zu können. Grief auf jeden Fall. Durch eben das Anti, also dieses Disruptive Behavior und eben auch Anti-Competitive Behavior, was er da an den Tag legt. Der eine Shot, den er da gemacht hat auf Banane, es schien so, als wenn er, ja, als wenn er genau wüsste, dass er jetzt da gleich, also, ich meine, gut, so aimt man halt auch ab, logischerweise, ne, und er hat doch nicht sofort geschossen, sondern erst, als er dann da war. Naja, ja. Es ist ein schwieriges Thema mit diesen Boosting-Services. Man hat lange Zeit oder drückt nach wie vor, wenn ihr so ein Boosting-Spiel erkennt, also sprich, ein Team einfach AFK ist und das andere nicht, da kann man sehr stark von einem Boosting-Game ausgehen, weil das halt natürlich nicht normal ist. Und da drückt man dann meist noch Other External, weil die auch über externe Seiten funktionieren. Und ja, aber hier bin ich ja wie gesagt viel zu unsicher und werde ausschließlich Griefing drücken. Hier ist jetzt halt keine offene Frage für euch und wir nehmen gerade mal 4 Minuten auf. Deswegen werde ich es jetzt wie folgt machen. Ja, dafür habe ich jetzt halt zu wenig gesehen. Vielleicht auch nicht richtig drauf geachtet. Er hat ja nur einen Kill gemacht, oder? Hat er noch mehr gemacht? Eigentlich nicht. Ich werde jetzt hier einfach nur den Grief drücken. Und habe ich jetzt noch eine Kiste, eine 20er, die ich aufmachen kann? Ich glaube, ich habe letztens noch eine bekommen. Nein, schade. Die hätte ich jetzt gerne noch geschwind geöffnet. Für euch hier. Ich habe gesagt, dass ich diese hier am uninteressantesten finde. Wisst ihr ja, welche kamen im Case Opening im letzten? Natürlich die. Immerhin sind die 1,6er Berettas am Start. Wisst ihr was? Wir gucken mal, ob wir gleich einfach noch einen Overwatch hinten dran kloppen, okay? Wir machen noch eins hinten dran, komm. Das wird schon. Wir warten jetzt kurz. Ich gehe kurz raus und wieder rein. Vielleicht ist dann schon wieder eins da. Das kann sein, dass wir dann direkt noch eins haben, das wir machen können. Dass es hier nicht so arg kurz wird, weil, also jetzt 5 Minuten. Ich meine, 5 Minuten sind an sich eine gute Videozeit, aber ja, also ein Overwatch, 3 Minuten Overwatch, 3,5 ist irgendwie schwach.
Da muss schon aber was hinterher gekloppt werden. Ich mach gerade CSGO wieder an. So, fährt gerade hoch. Darum hing auch gerade kurz die Cam. OBS meint dann immer ein bisschen rumspacken zu müssen, wenn ich Spieler starte. Na, Fall nicht. Was machen wir jetzt? Ach so. Giveaway, YouTube-Giveaway-Gewinner ist übrigens Hugo Erna Hugo. Freut mich, dass du gewonnen hast. Ich hoffe, es freut dich auch, dass du gewonnen hast. Vielen Dank für deine Aktivität, gerade auf den alten Videos. Du hast ja richtig reingehasselt. Natürlich auch wie immer Livestreams und hin und her und pipapo. Dankeschön für alles, Hügelchen. Schreib mir bitte hier unter dieses Video, dass du mitbekommen hast, dass du gewonnen hast. Und dann werde ich dich nach deinem Trade-Link fragen. Und erst dann schreibst du bitte den Trade-Link, nachdem ich dich danach gefragt habe, als neuen Kommentar. Nicht als, komm, ich mache nochmal Neustart. Nicht als Antwort. Weil wenn du auf meine Antwort antwortest, dann kriege ich den Kommentar nicht ganz oben angezeigt und könnte ihn übersehen. Ja. Deswegen bitte als neuen Kommentar. Dankeschön. Ja, das nächste YouTube-Giveaway werden wir dann auch bald wieder starten. Ich muss noch was Schönes raussuchen. Und dann kann die Party beginnen. Die Musik ist gerade so kritisch, hört ihr's? Hat fast was leicht Melancholisches im Sound. Ach, als doch kein Overwatch, da komm schon, verarsch mich nicht, bitte. Drei Wins sind ja gerade im Nacken auf Supreme. Gestern war im letzten Spiel, haben wir gegen drei Globals gespielt sogar. Warum sehe ich nicht die scheiß Ranks nicht? Das war unser Spiel gestern im Fewer Game. Da haben wir echt reingebuttert. Also, ich glaube, das war bis jetzt so mein bestes Ergebnis auf Supreme. Ich wollte jetzt halt nur die Ranks sehen, aber die kann man hier nicht sehen. Wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Globals im Gegnerteam. Das ist schon mal was ganz anderes wie die letzten paar Spiele, bei denen ich ja mindestens zwei oder drei Lems bei mir und auch im Gegnerteam hatte. Da hat man gemerkt, dass der Downrank gar nicht so weit entfernt war. Aber jetzt sieht es gar nicht immer so übel aus. Also möglicherweise fehlen vielleicht noch 5 bis 10 Wins am Stück. Was leichter gesagt als getan ist. Und dann könnte tatsächlich zum allerersten Mal dieser Global hier drin sein. Hier hatten wir ja schon 5-mal den Global oder sowas. Ich habe ihn leider jedes Mal aus Inaktivität verloren und bin jetzt aber auch richtig downgranked dann. Nach den letzten paar Spielchen. Ja. Also ich werde auch nicht auf den Doppel-Global dann, glaube ich, hinschwitzen. Falls der hier tatsächlich reinkommen sollte, wird der so wie der Wingman-Global auch einfach ein Screenshot bekommen. Und dann ist die Sache erledigt. Aber ich glaube selbst noch nicht so richtig dran, weil es halt irgendwie so krass wirkt, ne? Der kleine Fools, der hier hockt, der ab und an Counter-Strike für die Videos und für die Livestreams spielt, würde auf Global hochkommen. Das ist irgendwie, das fühlt sich einfach nicht real an. Was ist denn hier los? Machen wir noch so ein Stickerchen auf? Komm, wir machen noch ein Stickerchen auf. Das wäre jetzt was. Ja, komm, Advance. Zack, zack, Fräulein. Muss ich jetzt 5 Euro aufladen? Kann ich jetzt nicht einfach von PayPal direkt bezahlen? Ich lade mal geschwind 5 Euro drauf, was soll's. Komm, so ein Stickerchen kann man schon mal machen. Ist jetzt alles ja auch ungeschnitten, ne? Ist ein bisschen derm. So, your funds are available. Gut! Legen wir los. Ich wünsche mir, was wünsche ich mir von der Sticker Capsule? Was Leckeres. Einfach was Leckeres. Die sind alle geil. Hier ist kein Sticker dabei, der mir nicht gefällt. Los geht's! Ich guck mal kurz weg, das bringt meistens Glück, wenn man nicht so richtig hinguckt. Und ja, du Pixel Avenger, das bin ich. Das bin eindeutig ich, das erkenne ich von hier. Guck da, sieht man meine Augen, ne? Sehr schön. Nice, 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 gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Ich habe eins noch kein Overwatch am Start. Lecker Schmecker. Dann sehen wir uns morgen im nächsten Video und auch im Livestream um 18 Uhr. Haut rein, YouTube-Giveaway-Gewinner ist ja gesagt. Ich beeile mich, um jetzt unter den 10 Minütchen zu bleiben, weil das wäre echt eine Schweinerei, das hier so zu strecken mit ohne Content. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.